So, einen schönen guten Morgen. Diesmal starten wir am Ufer herunter. Pappen Wetter wieder einmal. Ja. Und Traumtemperaturen schon. Es ist schon super warm, oder? Gefühlt 20 Grad. Ja, gefühlt. Ja. Das ist, glaube ich, echt ja. Ja, auf Insta geht es heute rauf. Monte Polia, Bobi hat geschrieben. Der liegt auf 1500, was ich im Kopf habe. Das heißt ungefähr 1300 Höhenmeter auf, mit ein bisschen auf und nieder. Und geht dann direkt eigentlich der Trail über den Rupfenacher. Das heißt, wir haben da relativ eine kompakte Tour. Die letzten Tage sind wir aber ins Hinterland angeradelt. Und die sparen wir uns heute komplett einmal. Das erste Mal, gell? Das erste Mal einmal, ja. Wollten schon länger machen, nur es war halt davor jetzt nie so schön eigentlich, sondern mehr im Hinterland besser. Und dann haben wir gesagt, machen wir die her, und dann können wir ein bisschen auf den Nebel lassen. Das war der perfekte Klapp. Ja, jetzt schauen wir uns den einmal an. Wird sicher eine coole Sache. Vor allem ist da einiges auf diesem Monte Breve, der davor hast. Ein Siedlungsgebiet oben und da geht auch Bahn auf. Das heißt, irgendwelche infrastrukturmäßigen Wege müssen da sein. Haben ein bisschen was auseinandergesetzt. Ja, Berg liegt eine gute Westausrichtung. Das heißt, am Nachmittag gesund. Dann packen wir so. Rauf geht's erstmal die Panoramastraße mit super Aussicht in Richtung Bergdörfchen Bre. Und von da an geht's dann aber erst so richtig los, weil bis da hoch ist es noch eine gemütliche Teerstraße und ab dann startet der Wanderweg und der ist schon um einiges knackiger. Aber hört euch mal an, was die zwei so zu sagen haben. Geht super auf. Hallo. Die Straße ist echt lang. Ist ja perfekt. Voller Schild. 800? Asphalt, super. Ja, richtig gut. Okay, das ist mein chilliger Asphaltstraße, was ich aber jetzt erledigt. Das ist offizielle Karawanenroute. Schaut so flach aus, oder? Ja. Ist aber nicht. Geil gemauert, ha? So, da war jetzt schon wieder die Gabel. Umbaut, genau. Da haben wir nochmal eine Wasserzapfstelle und jetzt geht es für uns da auf den Schirm tragen. Jetzt schauen wir mal, wie es da oben ausschaut. Okay. Und ja, wir haben echt weit radeln können. Habt ihr eh gesehen, der Weg haben wir gut Meter gemacht, war sausteil, aber voll gut zum Radeln gegangen. Es war echt, also super benannt. Voll schön. Jetzt zeige ich nochmal da oben, also wer da vorne ausschaut hat. Seht ihr echt gut. Teilweise richtig steile Stücke dabei. Also Gangwall hat es keine mehr gegeben, das ist festgestanden, aber war echt cool, ist gut gegangen, ja? Super, passt. Gut, mit der Übersetzung, ich meine, du kannst das denken. Ja, und auch die Wippen, gell, muss man dazu sagen, ja. Die kann man nicht sperren, aber es ist zum Bergauftreten. Nein, das merkt man gar nicht. Einfach sowas von genial. Das ist echt super. Haben wir, ja, passt. So, wir haben gerade geredet, dass im Sommer, wenn man die Tour macht, fast unmöglich ist, weil es ist so schon extremst heiß und davon sieht man jetzt den Gipfel. Also Wahnsinns Aussichtsberg. Es ist halt extrem geil, wenn man den See auch sieht. Also echt Wahnsinn. So, wenn man gutes Timing, es läuten die Glocken. Es ist 12 Uhr. Um 2 Minuten haben wir es nicht dazu. War auch nicht geplant. Auf jeden Fall geil. So, aber wir sind am Gipfel. Jetzt sind wir bald hier gerade auf die Steine. Das ist eine Wahnsinnsaussicht. Da ist jetzt ein Panorama da, für die ist ganz cool gemacht. Da vorne ein Luganersee, der geht dann unten aber um. Also der hat gerade bis daher ist das Luganersee, der macht vorne die Runde. Dann hinten Lago Maggiore geht da, den sieht man da draußen ein bisschen. Da sogar das Monte Rosa Gebiet oder massiv schaut außer. Genau da hinten, wo wir unten, das ist der Lema, Tamaro.
Dann Montebar, wo wir wohnen, die ganzen Überschreitungen, richtig interessant. Dann die ganzen Zwischenbereiche, wo wir die Drehs angeschreddert sind die letzten Tage. Genau, und jetzt sind wir da Staatsgrenze, Schweiz, Italien. Da geht der. Da ist die Wicke. Die ist schon durchgeledert. Die ist seit wie viel Stunden Sonne gelegen? 18? 26 Stunden? 32 Stunden in der Sonne gelegen heute schon. Das ist ein Wahnsinn, fast der ganze Tag. Keine Schuhe, aber es ist so warm. Das wird es gebohrt. Genau. Da geht der Luganer See auch noch weiter um. Und da hinten sieht man ein bisschen einen Kummersee. Bisher schaut es aus. Genau, und da ist dann Italien eigentlich. Da ist die Staatsgrenze da hinten. Krass, oder? Ja. Last but not least, da geht es in so Drehleiche. 1300 Höhenmeter am Stück bis nach Lugano. Kann man machen? Muss man aber nicht. Was sagst du? Wir machen. Ha? Machen. Machen. Bist du verschlafen? Nein. Nein, bist du schon munter, okay. Nach 32 Stunden Sonnenbaden. Aha. Bist du gut durchgeledert. Krass, Lederwiki, Liki. Krass, weiß nicht. Lederwiki. Ja. LV. Was LV? Achso, ja, Lederwiki. Genug Panorama, genug blöde Sprich. Fahren wir los. Ja.
Zahnkorn. Ich habe gar nicht gesehen. So heiß, ich weiß es gar nicht. Ja. Wir sind das nicht mehr gewählt, wir leiden echt. Sie tun mir das nicht, dass wir raus sind. Ja, wir sind echt. Ein orientiertes Mountainbiken fordert dafür Energie. Ja. War die Stufen her? Ja. Wir sind gut zurück. Ein Haufen Krempe im Jahr da. So, das ist ja. Wir nehmen uns einmal her. Wo stehen wir jetzt an welchem See? Am Gardasee. Am Gardasee. Ja, okay. Am Gardasee sind wir jetzt. Ja. Wow, cooler Trail. Wirklich cool zum Fahren. Fast bis ganz oben. Ja. Also zwar keiner oder so. Ja. Mittelstück war dann schon saftig. Flowiger S4. Richtig. Ja. Ja, aber ganz aus Flow X S4 mäßig war da teilweise schon S5 mit Jahrenstufen.
Also da muss ich dann schon halten oder halt anstehen. Uns hat es taugt, ich hoffe, euch hat das Video. Genau. Jetzt gibt es noch? Jetzt wollen wir einen Cappuccino. Super. Wo? Wo wir jetzt immer waren. Ich weiß nicht, wie das kostet hat. Oh weh, oh weh. An der Copacabana. Und dann wird der See. Ja. Auf jeden Fall, da seht ihr mal von der Weide, wie das ausschaut. Wir machen jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ciao.